Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge des Alex Let's Plays, wo letzte Folge ja hier dieses süße Katzenfoto gefunden hatten von anscheinend einem Entwickler, wo wir ja nicht wissen, von wem es ist. Und wir uns hier aber erstmal noch weiter umgucken, ob es hier irgendwelchen Loot gibt. Was ich ja momentan noch nicht einschätzen kann und ob es überhaupt irgendwas Besonderes gibt. Ich habe schon gesehen, dass da drüben geht es noch hoch. Das war jetzt erst im zweiten Moment ersichtlich. Aber bis jetzt scheint hier nichts weiter Besonderes zu sein. Also, wenn was wäre, dann wäre es ziemlich versteckt. Aufs Dach hoch wäre noch interessant, haben wir geschafft. Hier scheint aber auch nichts weiter zu sein. Damit sind wir auf dem höchsten Dach von diesen Gebäuden hier. In dieser Forschungsstation. Und dann wäre jetzt noch dieses Vordach interessant, wo ich jetzt noch nicht drauf war. Aber bis jetzt hält sich das hier alles in Grenzen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, es hat sich nicht gelohnt, das hier zu erkunden. Das ist auch falsch. XP-technisch hat es sich definitiv gelohnt. Aber jetzt zu sagen, du musst hier unbedingt hin, ist auch falsch. Was mich auch gerade vor dem Regen da erschrocken, der auf einmal da... Dieses laute Geräusch zumindest so. In die Hütte kommen wir ja nicht rein, das ist ja klar. Und jetzt gehen wir, wie ich gesagt habe, an dieser Hütte links vorbei. An diesem großen Gebäude, da waren wir jetzt überall drinne. Gucken uns da noch um und dann will ich eigentlich hier unten noch an den Strand gehen, beziehungsweise hier noch lang und hier die Straße noch lang, ne? Wir haben ja noch ein bisschen was. Je nachdem, ob ich die Mobs überhaupt alle schaffe oder eben nicht. Aber erstmal will ich jetzt gucken, ob ich diese beiden Ratten da hinten schaffe. Beziehungsweise nicht die Ratten, sondern dieses Vieh da hinten eigentlich. Kann ich euch einzeln pullen, speichern. Zack. Okay, ich kann zumindest schon mal die zwei pullen. Ich würde erstmal versuchen, diese Rattenmolche zu töten. Was schon mal eher schlecht als recht anlief, aber ich habe auch einen unglaublich beschissenen Pull hingelegt. Okay, wir probieren das nochmal. Zack auf dich. Ja? Nein. Da war zwar kurz Freude da, aber das war auch schon alles. Mal gucken, ob die alte WoW-Logik funktioniert. Alte WoW-Logik ist, man macht Schaden an den Mob, den man unbedingt töten möchte. Okay, das scheint zu klappen. Wir haben zwar jetzt das Problem, dass ich doch keine richtige Combo auf diese blöden Rattenmolche draufgekriegt habe, weil die mich andauernd an. Autschi. Nee. Krieg's nicht geregelt. Ich würde halt gerne einfach mal den hier schon mal tot bekommen. Sehr schön. So. Jetzt muss ich hier mal weg. Jetzt bist du dran. Komm. Noch einen kleinen Heiltrank dazu. Dich einmal töten, komm. Sehr gut. Nein. Also, die haben doch ein ziemlich enges Bedürfnis, aneinander zu hängen. Wir probieren das nochmal.
Also ich muss es irgendwie schaffen, die auseinanderzupolen. Das sind zu viele. Ich schaffe es nicht, gegen so viele Rattenmolche auf einmal Damage zu schieben. Mein Plan ist jetzt der folgende. Genau, perfekt. So, jetzt greife ich nur den an. Wenn jetzt nur er kommt, dann schaffen wir das. Perfekt. Das war's, der Plan. So, Kombo durchdrücken. Sehr gut. Speichern. Bis jetzt ohne sinnlosen HP Lost. Versuchen wir das erneut. Mal gucken, wie weit die schon zurückgerannt sind. Fast komplett. Okay, du als nächstes. Kommen wieder alle. Es kommen wieder alle. Jetzt wieder so laufen, dass die sich am besten wieder resetten, dass ich wieder einen einzelnen pullen kann. Warum kommt denn der Dickste zuerst um die Ecke? Ach. Speichern. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Wir probieren die jetzt mal. Ich bin bei der definitiv nicht so zuversichtlich, dass die schaffbar ist. Doch, die ist schaffbar. Ich muss es nur schaffen, den Angriffen auszuweichen. Die Ausdauer, der Ausdauer-Push hat seinen gewünschten Effekt. Ja, schaffbar ist es, ich muss mich ein bisschen anders einstellen. Kommen sie ran. Auf den Meter. Also der Trick ist, wie sie angreift, rollen. Und jetzt einen Gegenangriff machen, wollte ich sagen, aber das hat so gar nicht geklappt. Vielleicht etwas mehr rollen. Schlecht. Jetzt go. Und go. Wieder heilen. Rollen! Meine Fresse, habe ich gerade oft auf Rollen gedrückt und er hat es nicht gemacht. Sonst brauche ich den großen Heiltrank. Das wird nichts. Das fresse ich, ja. Ach, das mit den Heiltränken ist bei der so eine Sache. Die weiß genau in dem Moment, wo ich den Heiltrank trinke, fängt die Spinne an, mich anzugreifen. Der Mob ist einfach... der Mob ist nicht das Thema. Meine mangelnden Rüstung ist das Thema bei diesem Mob. Na klar. Wie viel Pech kann man denn haben? Kann ich dich da angreifen? Kann ich nicht.
Von hier? Auch nicht. Von hier? Nutzen wir es aus? Ich würde dir einfach sagen, ja. Aber so richtig... Ach komm. Echt kein Bock drauf auf sowas. Zweiten Hit gefressen, den ich eigentlich nicht fressen wollte. Und jetzt ist das Problem, dass wenn ich einen Heiltrank trinke, kriege ich danach den Hit. Ich darf den Heiltrank nicht nach meiner Angriffskombo fressen. Also dann eher nach einer Ausweichkombo. Mal gucken. Also ich glaube, der Mob ist zu stark. Ich werde mich da nur aufregen. Leider auch genau die Art von Dark Souls Kampfsystem, die mir keinen Spaß macht. Also wie gesagt, es ist einfach unnötig. Wir lassen es auch, würde ich sagen, es macht keinen Sinn. Es ist schade, aber was soll ich tun? Ich werde mich jetzt deswegen nicht da mit dieser Spinne rumstressen. Es ist einfach ein... Das Spiel hat gezeigt, was es für ein Kampfsystem ist, wenn es schwer ist. Punkt. Als welches mir keinen Spaß macht. Und ich möchte mir eigentlich jetzt gerade nicht den Spaß am Spiel nehmen, nur weil da irgend so ein Mob ist, der zu stark ist. Sagt er und holt den nächsten. Ja, so, okay, das hätte ich. Vorher sehen können. Ja, alles klar. Gut, dann verpissen wir uns hier und machen uns jetzt auf den Weg nach hier unten. Hier waren wir ja, sind wir ja runtergegangen. Jetzt machen wir uns hier auf den Weg lang. Ich werde mich jetzt nicht weiter darüber aufregen, dass es Mobs gibt, die stark sind. Eigentlich müsste ich mich über ein was aufregen, und zwar, dass ich keine Rüstung bisher gefunden habe. Beziehungsweise, dass es keine Rüstungen gibt, die gut sind. Ist das hier ein sinnvoller Weg? Ich glaube nicht, ne? Bisher keine Rüstung gibt, die gut sind, weil ich glaube, wenn ich eine gute Rüstung an hätte, wäre das hier alles gechillt. Und es wäre alles kein Thema. Aber dadurch, dass ich bei den Berserkern bin, ist das mit der Rüstung so ein Thema? Da ich auch nicht bereit bin, mich den Berserkern anzuschließen. Also ja, schieben wir das Problem einfach da drauf. Jetzt machen wir uns auf den Weg, dass wir hier den Rest noch erkunden. Wir gehen jetzt nach hier unten. Da muss ich noch gucken, dass ich dieses eine Vieh da nicht pulle. Und ansonsten regen wir uns jetzt nicht weiter drüber auf. Wir kennen es doch mittlerweile. So, einmal hier looten. Der Dicke war dort unten, ne?
Genau, der pennt gerade. Dann geht es jetzt hier also darum zu gucken, was ich hier an Loot oder nicht Loot finde. Das ist hier die Frage. Das da unten sieht vergiftet aus. Bin ich da richtig? Ja. Bin da richtig mit dieser Info? Gut, dann ja, in die Richtung, die ich schon laufe, geht's weiter, ne? Das da unten ist alles vergiftet, das erkennt man schon vom Weiten. Wenn ich Pech habe, ist sogar hier oben auch alles vergiftet, obwohl das jetzt nicht so aussah. Ein bisschen Elixit, na klar. Oh, wir haben reines Elix gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon mal reines Elix hatte. Hier ist nur eine Straße. Jetzt muss ich mich bloß hier ein bisschen orientieren. Das hier war alles verseucht. Hier die Straße bin ich, glaube ich, nicht lang gelaufen. Also, ich würde jetzt vorschlagen, wir machen uns hier auf den Weg dahin erstmal. Wir erkunden den Hafen. Das ist da unten eher das Verseuchte. Und gucken uns mal gemütlich an diesem hafenähnlichen Ding um. Du darfst mal herkommen und mich angreifen. Bei der muss ich ja wieder mich konzentrieren. Dass ich nichts fresse, aber ich sehe schon, diese Spinne kriegt wesentlich mehr Damage und ist dadurch dreimal entspannter. Sagt er und frisst erstmal einen Hit von der Spinne. Und jetzt ist sie tot. Hier hat man gerade mal schön erkannt, was es bedeutet, dass meine Waffe langsam ist. Bei der vorherigen Waffe hat es die Spinne niemals geschafft, mir einen Hit durchzudrücken, wenn ich in meiner Combo war. Jetzt schafft sie es. Jetzt mache ich zwar ordentlich Schaden mit meiner Waffe und haue richtig Breitseite rein, aber ich bin halt dadurch, dass ich so einen langen Angriffsmove mache, doch auch sehr verwundbar. Also, das war gerade ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt immer gut ist, eine Waffe mit hohem Schaden zu haben. Auch wenn ich trotzdem weiter mich auf diese Waffe spezialisieren werde. War das einfach mal ein anschauliches Beispiel. So, gibt's dort oben irgendwas? Ich meine, ich bin da schon oben lang geflogen, aber wir können ja nochmal im Detail hier gucken. Sieht nicht so aus. Ich werde jetzt hier auch nicht unbedingt eine Höhle in der Ecke vermuten. Bin ich ganz ehrlich. Und selbst wenn hier eine Höhle wäre, das Wertvollste, was da drin sein könnte, wäre XP. Loot ist ja eh Mangelware, ne? Um das nochmal zu betonen und wie zu wiederholen. So, das hier noch. Gut, dann. Haben wir schon wieder reines Elix gefunden. Am meisten bin ich jetzt gespannt, ob hier in diesem Hafen Leute sind. Und die Frage wurde sofort beantwortet. Seid ihr Gegner? Banditenanführer. Wunderschön, dass ich... Den hau ich um. Einfach mich direkt mal hier so rüberrolle. Es war so nicht geplant, aber ist so passiert. Ey. Gut, dann sollte ich mich versuchen,
von woanders an die reinzufighten. Gut, erstmal sind die 20 Minuten rum. Das heißt, wir werden nächste Folge gucken, ob wir das überhaupt platt bekommen oder nicht. Ich denke schon mit Trick 3000 oder so. Mal gucken, ich weiß noch nicht wie. Jetzt gehen wir aber erstmal in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Das sagen wir zum Schluss. Tschüss.